Zwei Typen finden die Tampons in ihrem Badezimmer-Mülleimer stinken zu sehr, erfinden deshalb pinke Einmalhandschuhe mit integriertem Müllbeutel, nennen sie Pinky Gloves und locken im Pitch des Jahrtausends den deutschen Jeff Bezos Ralf Dümmel an Bord. Also insofern geht nix schief heute. Zu dritt bringen sie das Produkt auf den Markt, scheffeln Millionen und lösen nebenbei im Handumdrehen die strukturelle Unterdrückung von Frauen auf der ganzen Welt. Das Patriarchat ist besiegt, Alice Schwarzer und Judith Butler liegen sich in den Armen, aus den Wolken ragt die Siegesfaust von Simone de Beauvoir und Brigitte Macron reicht zur Feier des Tages die Scheidung ein. So oder so ähnlich stellt man sich das zumindest 2021 beim deutschen Shark Tank-Ableger Die Höhle der Löwen vor, als Eugen und André ihren pinken Handschuh pitchen. Spoiler, stattdessen gibt's den größten Shitstorm der Sendungsgeschichte. Mega geniale Idee hinter Pinky Gloves. Mit den pinken Plastikhandschuhen sollen Frauen ihre Tampons entfernen können, indem sie den Handschuh umstülpen, mit dem integrierten Klebeband blickdicht verschließen und dann an geeigneter Stelle in den Müll werfen. Endlich menstruieren, ohne Männer damit zu belasten. Geil! Übertroffen wird das Billion-Dollar-Produkt nur vom Pitch der beiden Ex-Soldaten. Mein Name ist André. Mein Name ist Eugen und wir beide sind echte Frauenversteher. In nicht mal 10 Sekunden zum Spatenstich vom eigenen Shitstorm-Grab. Gar nicht schlecht. Und es wird kräftig weitergeschaufelt. Den Need ihres Produktes erklären sich die beiden Frauenversteher mit der angeblichen Aussichtslosigkeit von Frauen außerhalb von zu Hause zu menstruieren. Klar, dabei sind auch safe die fehlenden Mülleimer und nicht unerträgliche Schmerzen das grundlegende Problem. Die Idee zu den Pinky Gloves kam ihnen vor lauter Ekel auf der Toilette ihrer Frauen-WG. Wenn man mit mehreren Frauen in einer WG wohnt und nur ein Badezimmer zur Verfügung hat, dann ist ja logischerweise klar, dass man ab und zu mal auch einen Blick in den Mülleimer wagen muss. Und weil die Schaufel da schon nicht mehr reicht, wird direkt der Bagger vorgefahren. Nach einer Zeit riecht das unangenehm und man sieht es einfach. Man kann sagen, was man will, aber die beiden sind echte Wunderkinder auf der Cancel-Klaviatur. Dass sich die beiden so sehr mit dem Mülleimerinhalt ihrer Mitbewohnerinnen beschäftigen, könnte man natürlich low-key komisch finden. Man kann es aber auch wie Investor Nils Glagau sehen und direkt einen Deal vorschlagen. Absolut stark, dass ihr in dieser Frauen-WG überhaupt dieses Thema erkannt habt. Von den beiden Frauen unter den Löwen gibt es bezeichnenderweise kein Deal-Angebot. Genauso wenig wie von Jurymitglied Carsten Maschmeyer, der als Investor der Superlative und Feminist der ersten Stunde Titten gucken. Als einziger das Unheil kommen sieht. Mir fehlt die Frau im Team. Eine Kleinigkeit, von der sich Investor Ralf Dümmel nicht abschrecken lässt. Ich cooles Team dahinter, hätte Bock drauf. Ich würde auch die 30.000 Euro geben für die 20%, die ihr abgeben würdet. Sein Angebot nehmen die beiden Gründer schlussendlich an. Drei Männern auf dem Weg zum pinken Periodenhimmel steht nichts mehr im Weg. Okay, außer einer Sache. Die Frauenversteher-Idee der beiden Gründer fällt in eine Zeit, in der X noch Twitter heißt und man sich dort von exmatrikulierten Poetry-Slammern aus gut betuchtem Elternhaus schneller einen Shitstorm einfängt, als man Klassismus sagen kann. Zwei Typen, die Twitter-Lingo nicht sprechen, sich jetzt aber an einem nicht gerade umweltfreundlichen pinken Frauenprodukt bereichern wollen, sind da natürlich ein gefundenes Fressen. Der Hashtag PinkyGay trendet und André und Eugen finden sich in einem richtigen Shit-Tornado wieder. Selbst IKEA springt auf. Bei Eugen und André, zwei verhältnismäßig kleinen Lichtern der sexistisch-kapitalistischen Ausbeute von Frauen, gelingt dann, was bei den Big Playern des Patriarchatsmonopoly oft nicht gelingt. Es wird erfolgreich gecancelt. In einem Statement entschuldigen sich die beiden, kündigen an, die Pinky Gloves Produktion einzustellen, formulieren aber auch eine Bitte. Was uns nachhaltig sehr trifft, ist die Tatsache, dass wir einer heftigen Welle an Hass, Mobbing und Gewaltandrohungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt sind. Wir werden auf offener Straße attackiert und beschimpft. Und plötzlich fühlt sich das Wegcanceln nicht mehr nach einem Sieg über das Patriarchat an, sondern eher wie ein neues Kapitel Superfails. Sieht schick aus. Ja, nun freuen wir uns auf eure Fragen.